Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Die Schlagzeilen unserer Sendung. Erich Honecker in Magnitogorsk herzlich verabschiedet. 13. Weltfestspiele der Jugend und Studenten eröffnet. FDJ-Delegation unter den Abgesandten aus 138 Staaten und Berlin-West. Freundschaftliches Gespräch zwischen Egon Krenz und Kim Il-sung. Ministerpräsidenten der DDR, Polens und der GSSR unterzeichneten Umweltschutzabkommen. Griechische Interimsregierung nach Vereinbarung zwischen Koalition der Linken und konservativer Neuer Demokratie gebildet. Kinder aus palästinensischen Flüchtlingslagern zum Ferienaufenthalt in der DDR. Soweit die Übersicht. Deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Sprechererklärung des DDR-Außenministeriums. Springermeldung von A bis Z erfunden. Reiseverkehr nach Ungarn verläuft normal. ABN-Kommentar. Kampagne gegen die DDR im Stile des Kalten Krieges. Frontberichterstattung von Springerpresse und Westfernsehen soll Menschen in die Irre führen. Tadeusz Mazowiecki zum neuen polnischen Ministerpräsidenten gewählt. Glückwünsche des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, Willi Stoph. 120 französische Unternehmen kommen zur Leipziger Herbstmesse. UNITA bricht einseitig Waffenstillstand in Angola. Soweit der Überblick.